Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben unseren Zaun endlich fast fertig, beziehungsweise unsere Mauer. Es ist eher eine Mauer als ein Zaun. Und dann können wir uns jetzt nach und nach auch ein wenig um die Verteidigungsanlage widmen. Und ich würde tatsächlich sagen, wir werden die Verteidigungsanlage hier in diese Ecke bauen. Oder wir bauen sie... Wir bauen sie in diese Ecke, weil wir können dann, solange wir hier an der offiziellen Verteidigungsanlage bauen, können wir noch immer hier auf der Seite diese nutzen. Ja, so machen wir das. Dann werden wir hier wieder, wie auch in Staffel 2 schon, eine Eckverteidigungsanlage bauen. Wie genau die jetzt letzten Endes aussehen wird, das müssen wir mal schauen. Hier müssen wir auf jeden Fall einmal ein bisschen das Feld verkleinern. So, ich war jetzt nicht nochmal in Staffel 2 und habe mir das genau angeguckt, wie wir das da gemacht haben, sondern wir werden jetzt hier letzten Endes einfach aus dem Gedächtnis heraus, werde ich versuchen, das Ganze hier jetzt aufzubauen. Das sollte eigentlich einigermaßen passen. Wir müssen nur darauf achten, dass genug Platz ist, für die Tierchen da durchzukrabbeln. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall auch dauerhaft flüssigen Brennstoff, ne? Ja. Es hatte jemand in den Kommentaren gefragt, was denn das hier bedeutet. Die Handhabungseffizienz wird um 50% erhöht. Das bedeutet, dass sie letzten Endes schneller in sämtlichen Dingen ist, die sie so tun kann. Sprich, zum Beispiel montieren, schneidern und so weiter und so fort. Deswegen sollten wir eigentlich sie auch häufiger nutzen, mehr nutzen für das hier. Ja. Der Punkt ist nur der, dass sie eben auch... wir werden es einfach machen. Wir sitzen mal bei Paulette hier im Handwerk. Montieren, also das alles hier, kochen und so weiter und so fort. Setzen wir mal hier auf 2. Und werden dann stattdessen müssen wir überlegen. Rita setzen wir montieren auf 3. So, beobachten ist klar, forschen ist auch klar. Racker baut ja sowieso immer erstmal und kümmert sich danach dann hier hinten. Ken, der versorgt. Der baut, der geht jagen. Wenn nichts zu bauen ist, dann geht er bergen, genau. Sehr gut, okay. Ja, das passt. Das passt. Und Paulette müsste sich eigentlich jetzt hier um das gesamte Handwerk kümmern. Nur müssen wir jetzt zusehen, dass sie nicht nur kocht, ne? Wobei, das sieht ganz gut aus. Also, eigentlich sieht es schlecht aus, weil wir nicht genug Ressourcen haben. Aber wenn sie nichts zu kochen hat, dann wird sie eben hier schön ans Handwerk denken. Hoffentlich zumindest. Müssen wir mal sehen, wie das so alles läuft. So, also, wie viel fehlt uns denn noch? Uns fehlt kaum noch was. Entschuldigt bitte, Moment mal, ich trinke mal eben ein Schlückchen Kaffee. So, siehste. Dann haben wir hier noch jede Menge Bäume, die gefällt werden wollen. Ne? Da müsste sich ja der Hugo auch drum kümmern. Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann machen wir das hier erstmal alles fertig. Sehen wir erstmal zu, dass wir den Wall fertig bekommen. Und dann fangen wir hier hinten an. Und wir machen dann auch erst auf, wenn wir ausreichend Verteidigung hier aufgebaut haben. So, dafür müssen wir einmal auch die Bäume hier fällen. Entfernen. Lasst uns mal überlegen, was haben wir denn hier Neues? Achso, nur die Statuen. Heizung, Ventilator und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht. Lampe. Eine Lampe könnten wir uns allerdings hier einmal hinsetzen. Und zwar würde ich eine Wandlampe hier... Nee, eine Deckenlampe ist besser, ne? Setzen wir uns hier einfach mal Deckenlampen hin. Und zwar einmal hier und einmal da. So. Gibt ja noch immer die Ansage, dass sie schneller arbeiten mit Licht. Wir hatten ja in der einen Folge in Staffel 2 haben wir das ja mal getestet und hat sich an den Zeiten, in der gecraftet wurde, überhaupt nichts verändert.
Insofern bin ich mir da nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, aber es schadet ja letzten Endes nicht, ne? Verbraucht ja nur ein bisschen Strom und das war's. Sollte halt kein Thema sein. So, der Wall ist fertig. Wunderbar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann können wir, ja. Dann können wir hinten eigentlich, ach, hat er schon die Bäume gefällt? Ist ja interessant, dass er die hier erst gefällt, bevor er die hier hinten fällt. Hm. Naja. So. Also, hier geht es los mit den Flammenwerfern, die wir natürlich momentan noch nicht wirklich bestücken können. Achso, guck mal, das ist natürlich auch ein Problem hier. Oha, das ist natürlich sehr uneben hier. Schlecht. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht hier. Das ist sehr, sehr uneben. Auf der anderen, nee, es ist gar nicht schlecht. Weil, wenn das hier unten ein bisschen tiefer liegt, dann können wir von hier oben besser runterschießen, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Warte mal, wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass... Gesundheit. Wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass die Verteidigungsanlage funktioniert. Ne, das ist eben so eine Sache. Heißt, wir können frühestens hier anfangen. Ne? Die Ecke ist hier. Das hier ist die Ecke. So müsste es eigentlich passen. Mal gucken. Einmal hier. Können wir den auch hier bauen? Können wir. So, einmal checken, wie es am besten funktionieren könnte. Und zwar so. Ich meine, so müsste da passen. Hier müssten sie jetzt durchpassen. Ja gut, eigentlich wollte ich jetzt, na gut, von mir aus. Dann können wir direkt mal mit dem Sprit können wir direkt mal gucken, ob das alles soweit passt. Übrigens, nach Sons of the Forest nehme ich jetzt auch hier Stranded Alien Dawn in 1440p auf. Ist euch vielleicht schon aufgefallen. Vielleicht kann der ein oder andere das hier nutzen. Vielleicht ist das Bild dadurch noch ein bisschen besser. Hoffe ich mal. So, hier haben wir jetzt Licht. Tja, keine Ahnung, ob das jetzt schneller geht hier alles. Ich weiß es nicht. Was macht Paulette so den ganzen Tag? Sie isst gerade. Und jetzt kocht sie natürlich... Ach so, ah, sie craftet dann jetzt hier erstmal. Da momentan nichts zu kochen ist. Verstehe. Nicht genug Ressourcen. Wir haben schon wieder nicht genug Getreide. Gut, also Getreide können wir tatsächlich nicht zu wenig haben, wie es aussieht. Ja, Getreide können wir auf jeden Fall nochmal volle Pulle durchziehen im nächsten Sommer. Jetzt im Winter würde natürlich erstmal nichts, das ist klar. So, und dann, wenn die Bäume hier gefällt sind und gepflanzt sind und so, dann haben wir sowieso keine Probleme mehr, glaube ich. Dann wird das alles recht easy. So, dann gucken wir mal, wie, ich würde ganz gerne die Verteidigungsanlage letzten Endes zumindest, whoops, Angriff. Ja, das ist ja ein buntes Potpourri an Gegnern. Schön. Sind halt aber nur kleine und die explodieren wieder. Das ist wiederum ganz gut. Okay. Das sollte eigentlich... Geben wir... Hat Ken? Ja, Ken hat das hier im Auftrag, ne? Das ist auch im Auftrag. Da müssen wir vorsichtig sein. Nicht, dass Ken jetzt genau dahin rennt. Okay, Ken ist hier. Das ist gut. Ken flitzt eher hier rum und nicht da. Hier darf er auf jeden Fall nicht hin. So, ich würde sagen, wir holen euch einfach mal alle schon mal hier hinten rein. Ja. Müssten ja sowieso jetzt eigentlich hier rumlaufen, ne? Ja. So, und Waffen. Auf Waffen müssen wir uns eben auch konzentrieren, ne? Müssen wir alles machen? Werden wir auch machen. Aber eben so nach und nach. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Man kann es natürlich immer versuchen. Ich bin aber immer der Fan von nach und nach ganz gemächlich alles erledigen. Rita hierhin. Du dahin. Und Raka hierhin. Wunderbar. So, Angriff kommt. Schauen wir mal, wie es wird.
Sieht schon mal ganz gut aus. Flammenwerfer sind jetzt erstmal egal, da scheinen sie sich nicht drum zu kümmern, das ist gut. Hatte ich kurz so ein bisschen Angst, dass sie eventuell die Flammenwerfer versuchen anzugreifen. So, das sind jede Menge Explosionskäfer. Wie immer, wenn einer explodiert, explodieren höchstwahrscheinlich alle. Boah, sieht ganz gut aus, werden gut festgehalten. Ja, es funktioniert noch. Aber langsam wird es halt wirklich viel, ne? Vor allem durch jeden Flammenwerfer, den wir jetzt bauen. Deswegen hätte ich ihn eigentlich erstmal pausieren sollen. Durch jede Verteidigung, die wir jetzt bauen, werden die Angriffe eben stärker. Deswegen sollten wir auf jeden Fall die Verteidigungsanlage fokussieren. Oh, guck mal, er greift da direkt mal den Flammenwerfer von hinten an. Das hatte ich auch schon erklärt. Deswegen ist es wichtig, dass sie von hinten rankommen, damit sie erstmal den Weg hier drumherum gehen. Die greifen jetzt alle hier den Flammenwerfer an. Was natürlich jetzt gerade nicht allzu von Vorteil ist, aber... So, auch wieder kein Problem. Schön, schön, schön. Niemand wurde verletzt. Kommt mal her, Freunde. Schießt man den dann noch weg. Und den auch. Gut. So, dann, wo haben wir denn hier Explosive? Da sind sie. So, wer macht was? Und zwar wird einfach mal, Moment mal, freigeben Hugo. Wobei, wie viel Fleisch haben wir denn aktuell? Wir haben 1506 mal Fleisch. Nee, wir nehmen diesmal kein Fleisch mit. Also wenn da einer vielleicht was erntet, dann okay, aber ansonsten lassen wir das mal. So, und hier werden wir dann erstmal, lass uns überlegen, erstmal bauen wir wohl aus Holz. Erstmal bauen wir hier aus Holz und ersetzen dann durch Beton. Wir müssen einfach mal sehen, ob wir hier auch alles richtig machen, ob ich auch alles richtig mache. So, die Wand geht bis da. Das müssen wir mal sehen. Also wir wollen ja hier so um die Ecke gehen immer, ne? Wir haben hier 1, 2. 1, 2 haben wir da. Das könnte eventuell so funktionieren. Wir gucken gerade mal. So. Und hier ganz genauso. So. Müsste eigentlich hier funktionieren, dass sie hier jetzt fröhlich durchlaufen. Müsste, sollte. Könnte. Ja, hier müssten sie eigentlich durchpassen. Hier müssten alle Viecher durchpassen. So. Und hier werden wir auch wieder einmal die Wände einbauen. Von hier bis da. Und von hier bis hier. Ne? Einfach um dafür zu sorgen, dass hier nichts angreift. Nichts von den Seiten angreift, sondern nur von hinten. Dann versuchen sie nämlich wieder hier einmal außen rum zu laufen. Zwei Flammenwerfer reichen auf jeden Fall erstmal hier. Bin ich überzeugt von. Diese Ecke nehmen wir dann natürlich weg. Das ist klar. Und dann können die hier fröhlich reinlatschen. Die Jungs und Mädels. Sollte eigentlich soweit schon funktionieren jetzt, wie es... Ja, das sollte schon einmal funktionieren. So, dann müssen wir einmal gucken hier, wie sieht es mit den Jungs aus. Und zwar Geschütztürme. Maschinengewehre, das wäre so diese Distanz ungefähr. Hier in etwa. Jetzt müssen wir hier einmal nur gucken, wo hier genau die Mitte ist. Gebäude. Boden. Erstmal Holz. Das hier ist die Mitte, 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 Mitte. Mal gucken. In etwa hier. Mal schauen. Verteidigung, Geschütztürme, Maschinengewehr. Maschinengewehr hier wäre sogar, ja, könnten wir... Die Laser sind erstmal unsere Hauptabwehr. Die MGs sollen erst später einsetzen.
Ja, wir können auf jeden Fall noch ein Stückchen weiter nach hinten gehen. Wir werden mal... Hier werden wir das machen, und zwar auf der Höhe. So. Einmal hier. Und einmal... Ja, feiert sehr gerne Silvester. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Feiert natürlich. Ihr dürft immer Silvester feiern. Wann immer ihr wollt. So, einmal bis hier. Gut. Und dann, vielleicht können wir hier sogar ein Geschütz hinstellen. Genau, und dann kommen hier jetzt oben überall die Geschütze drauf. Und unsere Survivor, die würde ich ganz gerne auch einmal hier oben hinsetzen. Denke ich. Immer hier oben hinstellen. Ich werde mal die Geschwindigkeit ein bisschen runterstellen gerade, die Spielgeschwindigkeit. Und dann machen wir mal den hier, aber der hier muss weg. So, und da kommt dann ein Dächlein drüber hier. An der Stelle. Damit unsere Survivor schön geschützt sind. Ja, die stehen dann hier so. Müssen nur zusehen, dass wir hier mit den Geschütztürmen nicht zu weit an die Kante hier kommen, damit sie nicht anfangen, hier die Zäune anzugreifen. Sollte aber eigentlich soweit funktionieren. So, und dann... Achso, wir werden mal erstmal das Dach hier hinbauen. Und einfach mal testen, wie es so funktioniert. Holzdach. Und zwar einmal... Ja gut, das, mit dem Holzdach sieht es natürlich jetzt ein bisschen doof aus. Mit dem Betondach wird es dann anders aussehen. Das ist ja auch erstmal nur ein Experiment, wo wir jetzt hier das erste Geschütz hinsetzen können. Und zwar Laser. Das geht nämlich zum Beispiel nicht, sondern wir können es erst hier hinsetzen. Und auch sehr interessant, sie können nicht direkt vor sich schießen, aber sie decken ja dann die Seite hier ab. Kann er jetzt doch? Ja, auf jeden Fall decken sie ja hier die Seite ab und die hier drüben decken dann hier die Seite ab. Insofern passt das schon. Wie viele CPU-Kerne haben wir? 4. Heißt, 4 Geschütze könnten wir bauen. Wir werden aber erst einmal das Ganze pausieren. So. Nicht aufbauen. Nicht aufbauen. So, dann haben wir die. Dann könnte als nächstes hier wieder eins hin und dann müssten wir hier noch eins einsetzen. Vielleicht reichen auf beiden Seiten 3. Was aber auch ganz interessant werden könnte, ist, wenn wir hier unten noch was hinsetzen, ne? So, und die Laser gehen übrigens, die gehen bis weit hier raus. Das ist eben auch sehr gut. Da können dann die Laser schon früh anfangen zu schießen. So, ja, das sieht doch schon mal soweit ganz in Ordnung aus. Müssen wir nur noch mal sehen, wie weit... Wir hatten auch gegen Flugangriffe, hatten wir eher den Eindruck, das haben auch einige von euch bestätigt, dass die Maschinengeschütztürme da effizienter sind als die Laser. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall auch ein paar MGs. Und das machen wir jetzt auch einfach. Wir können die ja jederzeit nochmal neu setzen. Wir setzen einmal hier einen hin. Wir setzen einmal hier einen hin. So. Auch wieder erstmal pausiert. So. Jetzt müssten die eigentlich wunderbar hier in die Ecke alles bearbeiten können. Ja genau, die kommen jetzt auch sogar bis hier hin. Hätten wir tatsächlich noch ein Stückchen weiter nach oben bauen können. Vielleicht sollten wir das auch machen. Ja, wir werden das Ganze ein Stückchen weiter noch nach oben ziehen. Ja, wir ziehen das Ganze noch ein Stückchen weiter nach oben, denn das ist immer ganz gut, wenn die Angreifer erstmal hier reinlaufen und erst ab hier angegriffen werden.
Wenn sie bereits jetzt hier angegriffen werden, das ist natürlich durchaus von Vorteil, aber es kommt dann eben doch ab und zu vor, dass sie die Mauer angreifen. Deswegen werden wir mal so ein bisschen eher darauf dahin tendieren, dass sie, wenn sie hier reinlaufen, dass sie dann erst angegriffen werden. Müssen wir gerade mal gucken. Ihr kommt hier komplett rein in diesen Schacht. Ihr kommt hier so einigermaßen rein. Ja, ja, wir setzen das Ganze ein bisschen weiter weg. Wir werden einmal diesen Boden kopieren und dann werden wir ja auf die Distanz hier, würde ich sagen. Ja. Heißt so. Und dann von hier bis nach hier. So machen wir das. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Und du? Also, ich kann mal einfach kopieren. Ja, fröhlichstes Silvester wird gerade gefeiert, ne? Und wir sind hier am Ackern, ey. Die feiern und wir ackern, das ist echt schlimm. Hier können wir mal abbrechen. Nicht aufbauen. Kopieren, zack. Nicht aufbauen. Kopieren, zack. Ah, Mist, jetzt habe ich wieder Shift nicht gehalten. Und zack, hier auch nochmal. Nicht aufbauen. Abbrechen, abbrechen. Abbrechen. Die Bodenkonstruktion, Holzboden abreißen. Das kann alles wieder weg. Genau so. Ja, dann müssten eigentlich die, ja, die kommen trotzdem bis hierhin. Die kommen auch. Da hat sich jetzt irgendwie nicht viel geändert, ne? Moment mal. Kommt es fast so vor, als könnten sie jetzt noch weiter. Aber ich habe das irgendwie falsch im Kopf, glaube ich. Ne? Ja. Ja, aber das ist. Hä? Die Reichweite erscheint mir gerade so groß. Ich meine, wir. Warte mal. Wir gehen noch weiter rein. Wir werden das Ganze hier noch weiter reinsetzen. Und zwar machen wir das dann hier. Dreieck wird natürlich jetzt auch immer größer. Ist aber nicht so wild. Da können wir dann letzten Endes auch mehr Waffen platzieren. Wobei, wie gesagt, man muss immer vorsichtig sein. Immer, immer vorsichtig sein mit zu vielen Waffen. Das bedeutet nämlich, oder Geschützen, das bedeutet nämlich immer auch mehr Angreifer. Und letzten Endes hat man dann im Grunde genommen nichts gewonnen. Einfach nur, dass man mehr Strom verbraucht. Und mehr Materialien und. Deswegen betone ich immer wieder, nicht übertreiben mit den Verteidigungsanlagen. Bodenkonstruktion, Aufträge abbrechen. Bodenkonstruktion, Aufträge abbrechen. So, so soll das jetzt aber passen. Unser Laser reicht bis hierhin. Unsere MGs reichen genau bis hier. Ja, so passt es. So ist es gut. Wir können die natürlich dann alle auch nochmal ein bisschen weiter hier reinsetzen. Das werden wir letzten Endes auch machen. Dann sind sie eben auch ein bisschen weiter weg. Das war übrigens mein Denkfehler, ne? Das war mein Denkfehler. Ja. Wenn wir jetzt diese hier einmal... bis wohin müsste das passen? Bis hier ungefähr, glaube ich, ne? Ja, wenn wir sie nämlich hier hinsetzen, dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Aber passt trotzdem noch sehr gut. Ja, wunderbar. So machen wir das. So machen wir das aber erst in der nächsten Folge. Danke euch fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Kommentare. Dankeschön für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.